Weihnachten naht mit Riesenschritten. Christkindlmärkte bringen uns schon in die vorweihnachtliche Stimmung. Haben Sie Weihnachten eigentlich schon mal in Amerika gefeiert? Dann wissen Sie, dass dort mit dezentem Schmücken kaum jemand was anfangen kann. Ganz viel Amerika haben wir in Tirol gefunden, nämlich in Fomp, bei einem ganz besonderen Weihnachtshaus. Wohin man zuerst schauen soll, das weiß man bei diesem ganz besonderen Haus mitten in Fomp nicht so ganz. Eindrücke über Eindrücke. Lichter und Lampen blinken und erstrahlen hier im Sekundentakt. Ja, das ist eigentlich dadurch entstanden, wir haben einmal eine Ketten da gehabt und die haben sie uns gestohlen. Und dann haben wir gesagt, wir hängen eine längere hin und die haben wir ein bisschen eingeschnitten, dass wenn er hingreift, dann beidelt sie. Der ist aber geblieben und dann hat er gesagt, er macht das auf dem Balkon mit ein paar Ketterl und dann ist ja da mehrer geworden, auf Deutsch gesagt, nicht? Opa Kurt und Enkel Christian haben hier die gemeinsame Leidenschaft für sich entdeckt. Seit 3 Jahren erstrahlt das Weihnachtshaus. Zuerst waren es 15.000 Lichter, das Jahr darauf 30.000 und heuer ist die Familie bei 53.400 Lämpchen angekommen. Jeden Abend in der Vorweihnachtszeit ab 17 Uhr lassen sie das Haus erstrahlen. Naja, einerseits durchs Internet und andererseits habe ich das schon öfter gesehen, dass Private sowas haben und darum habe ich mir das dann so vorgestellt, dass wir sowas auch machen. Über 15.000 Euro haben die beiden Weihnachtsliebhaber bereits in die Beleuchtung investiert. Der Stromverbrauch liegt bei 12 kW in der Stunde. Zusammengerechnet beläuft sich die Weihnachtsbeleuchtung also auf 700 Euro Stromkosten pro Monat. Doch so etwas wie hier gibt es wohl kein zweites Mal. Ja, die Besonderheiten ist einmal der Schlitten auf der Garage, dann der bewegende Schneemann. Das sind eigentlich die größten Raritäten. Und noch ein außerirdischen Kletterschneemann, der was nur auf einer Leiter steht. Und dann Blechschneemann haben wir. Und die größte Attraktion, was wir haben, ist halt der Zug am Balkon. Der kleine Zug im Garten und der Zug, wo die groß und klein mitfahren kann. Also das heißt eine reine Gartenbahn. Ja, dass sich halt fremde Menschen mein Werk bestaunen können und dass denen das selber so gut, also dass ich da Lob kriege und so zeigen. Wir machen das, weil Amerika ist ja bunt und da soll es glitzert und so weiter und uns gefällt das einfach so. Jeden Tag von 17 bis 21 Uhr ist das Weihnachtshaus in Fomp für Besucher geöffnet. Eintritt verlangen die beiden Weihnachtsfans keinen. Über freiwillige Spenden, damit nächstes Jahr ein paar Attraktionen mehr dazukommen, freuen sie sich aber sehr. Tja, dieses Haus dürfte das Christkind wohl schon vom Himmel aus leuchten sehen. Immobilien, die